Mit Frankfurt Universe erwartet uns einer der schwersten Gegner der German Football League. Eine gute Ausgangssituation also für ein spannendes Football-Match, wenn man den Worten des Berliner Trainers Kim Kutschi glauben kann. Und natürlich kann man das, und genau das wurde den Zuschauern im Mommsenstadion an diesem Samstag auch geboten. Sowohl Frankfurt Universe als auch die Berlin Rebels brauchen einen Sieg, um ins Finale einziehen zu können und sich damit den Braunschweig New Yorker Lions entgegenzustellen. Diese hatten sich bereits mit 2 Siegen für das Finale in der Gruppe A qualifiziert. Für die Frankfurter reicht ein knapper Sieg, allerdings können sich die Gäste auch eine Niederlage mit maximal 13 Punkten erlauben. Berlin muss also mit mindestens 14 Punkten mehr gewinnen, um im direkten Vergleich vor der Universe zu landen. Heute geht es also für beide Teams in der Big Six um alles oder nichts. Hochmotiviert und doch mit einer gesunden Portion Optimismus starten die Berlin Rebels in die Partie. Mit Kampf, mit Teamgeist und mit der Einstellung, die wir in dem Team an den Tag legen, sind wir eigentlich nicht aufzuhalten. Die Frankfurter kommen von Beginn an besser ins Spiel, können mehr aus ihren Angriffen machen und bringen die Berliner immer wieder in Bedrängnis. Spielzüge wie dieser machen deutlich, Universe ist angereizt, um das Ding für sich zu entscheiden. Zwar können die Hauptstadt-Rebellen in ihrer Defensivarbeit glänzen, doch in den ersten Minuten des Matches hat die Offense nur wenige Antworten auf das gezeigte Spiel der Gäste. Auch beim ersten Big Play der Partie sehen die Berliner nicht sonderlich gut aus. Joshua Posnanski fängt einen Pass von James Harris ab und verschafft seiner Mannschaft so eine gute offensive Ausgangslage. Jedoch können die Gäste aus dieser Situation kein Kapital schlagen und das Spielgeschehen spielt sich weitestgehend im Raum der 50-Yard-Linie ab. Somit gehen beide Teams punktlos in die Kabine. Doch das sollte sich schnell ändern. John Tidwell bringt die Gäste direkt nach Wiederanpfiff mit diesem Kick-Return an die 30-Yard-Linie und bereitet somit den ersten Touchdown des Spiels für die Men in Purple vor. Silas Nakita befördert das Ei per Run in die Endzone. Nach erfolgreichem Zusatzkick steht es nun 0-7 aus Berliner Sicht, also die Gäste aus Frankfurt, sie führen. Gegen Ende des dritten Viertels schaffen es dann auch die Rebels per Field Goal auf die Anzeigetafel und verkürzen somit auf 3-10. Das angestrebte Ziel, mit 14 Punkten Abstand zu gewinnen und damit ins Finale einziehen zu können, scheint nun ja recht unrealistisch für die Berliner Jungs. Doch eine Niederlage im Heimstadion kann für die Charlottenburger nicht in Frage kommen. Nur wenige Minuten nach Beginn des letzten Spielabschnitts ist es der Receiver Nikolai Schumann, der nach einem erfolgreichen Pass von James Harris mit dem Ei in die Endzone läuft und den Berlinern somit zu einem 9-11 verhilft. Eine als Trickspielzug gespielte Two-Point-Conversion bringt sie dann in Führung, welche sie bis zum Abpfiff der Partie nicht mehr aus den Händen geben. So können die Hauptstädter das Spiel zwar für sich entscheiden, für den Finaleinzug hat es aber leider nicht gereicht. Trainer Kim Kutschi ist aber trotzdem zufrieden, vor heimischer Kulisse einen 0-10 Rückstand gegen eine der besten Mannschaften der Liga aufgeholt zu haben. Und heute haben wir einen großartigen Job gemacht, insbesondere die Defense. Okay, und ich sag mal, Frankfurts Defense war wirklich hart zu knacken. Am Ende haben wir es geschafft, mit 10 Punkten oder 11 Punkten sogar vom Platz zu kommen. Und das hat für einen Sieg gereicht. Und es gibt so ein paar Weisheiten im Football. Und eine davon ist, ja, also a win is a win is a win is a win. Und den haben wir uns geholt. Nichtsdestotrotz haben wir einfach wieder gesehen, dass man durch Kämpfen, Fighten und niemals aufgeben einfach Spiele gewinnt. Das nächste Match, das nächste Spiel, das es für die Berliner zu gewinnen gilt, findet dann am 20. Mai zu Hause statt, wieder im Rahmen der German Football League. So kommt Köln. Komplett neues Pflaster kennen wir nicht, müssen uns darauf vorbereiten. Und ich denke, dass es hart wird und da werden wir auf jeden Fall ready für sein müssen. Die Frankfurt Universe können weiter auf Europas lukrativste Football-Trophäe hoffen. Im Finale treffen sie nun auf die New Yorker Lions aus Braunschweig.